Patch 2.1 kommt morgen raus, Freunde. Polaris hat das Ganze auf Twitter aus Versehen schon geleakt, hat den Post dann wieder gelöscht. Und heute, ab 17 Uhr, kam dann das offizielle Update dazu mit den Patch Notes. Wir gucken uns das Ganze jetzt einmal an und würden schon mal anfangen mit natürlich dem Rework von Neuanfang. Das ist eine von den etwas größeren Karten und die wurde jetzt komplett überarbeitet. Die wird es dann morgen auch geben. Es gibt dazu leider gar keine Bilder, Videomaterial, ja, klar schon, aber das haben wir halt alles schon gesehen. Das haben die alles schon in Trailern gezeigt und so. Und ich würde sagen, in den nächsten Tagen spielen wir einfach mal Neuanfang, schauen uns das Ganze an. Dann machen wir nochmal ein Review zu dieser Karte, schauen, inwieweit sich das jetzt verbessert oder verschlechtert hat. Ich hoffe natürlich Ersteres und dann werden wir mal sehen. Was haltet ihr jetzt eigentlich von Kaleidoskop, vom Rework von Kaleidoskop? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Findet ihr die Map jetzt wesentlich besser? Findet ihr sie einigermaßen besser? Ich für meinen Teil muss ganz ehrlich sagen, sie ist auf jeden Fall besser spielbar, aber ich finde, sie ist noch weit davon entfernt, eine gute Karte zu sein. Irgendwie, ich glaube, ich würde das bei allen anderen All-Out-Warfare-Karten auch denselben Effekt auf mich haben. Die Karten werden ein bisschen mehr Deckung haben, aber sie werden sich halt einfach nicht so geil spielen, wie jetzt zum Beispiel so eine Map in einer Stadt oder so. Ich glaube, mittlerweile muss ich mich da wirklich abfinden, dass selbst ein Rework die Karten für mich nicht unglaublich viel verbessern. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Zu Orbital soll das Rework ja auch noch in Richtung Ende Oktober kommen. Die Map spielt sich eigentlich ganz nice, finde ich eine der besseren Karten. Schauen wir mal, wie es da sein wird. Außerdem soll ja noch das In-World-Fahrzeug Polaris RZR ins Spiel kommen. Und damit auch drei weitere Vault-Waffen, auf die gehen wir aber gleich ein, denn das Polaris RZR ist ein Transportfahrzeug, was ihr ganz normal, wenn ihr auf den Karten spielt, an Eroberungspunkten finden werdet, wie so ein Quad, und dann könnt ihr euch das einfach packen und damit mal eben von A nach B fahren, weil die Karten halt auch einfach immer noch viel zu groß sind. Und das war es eigentlich auch schon zu diesem Fahrzeug. So viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Wahrscheinlich wird das auch wieder die Möglichkeit bieten, irgendwie eine 30mm Kanone oben drauf zu haben. Vielleicht sogar gar nicht. Wahrscheinlich wird es einfach nur als Funktion das Radio und das Fahren haben. So wie das Quad auch und so weiter. Außer man schmeißt C5 drauf. Für die Leute, die hart am Limit leben. Gehen wir mal weiter zu den Vault-Waffen. Da wird es ein bisschen interessanter. Ich bin zum einen enttäuscht, weil die AKU ist nach wie vor nicht mit dabei, obwohl sie es ja angekündigt haben. Finde ich ein bisschen schade. Dafür aber die P90 aus Battlefield 3, die Gold Sniper Magnum aus Bad Company 2. Das ist eine deutsche Waffe, ein deutsches Scharfschützengewehr. Da bin ich mal gespannt. Das Ding sieht gar nicht mal schlecht aus. Ich habe hier mal von Wikipedia einfach mir mal ein Bild rausgezogen. Da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Und die M1911, der Colt. Quasi eine Pistole einfach aus Bad Company 2. Ja, ist halt eine Seitenwaffe, ist jetzt nicht so berauschend. Wie oft benutzt ihr eigentlich Seitenwaffen? Wenn man mal ehrlich ist, ich muss sagen, ich benutze die fast gar nicht, außer ab und zu die PF51, aber ich habe eine Advances mit 200 Schuss. Wozu brauche ich eine fucking Seitenwaffe? Brauche ich einfach nicht. Ein spezielles Event mit dem Namen The Liquidators Await soll übrigens gegen Mitte Oktober erscheinen und mit erspielbaren neuen Cosmetics. Unter anderem seht ihr hier einen Skin, der von Temporial geleakt wurde. Das ist wahrscheinlich eine der universalen Camos, die ihr da freischalten könnt. Und das Ganze bezieht sich auf infanteriefokussiertem Gameplay auf engem Raum. Vielleicht ja endlich ein Modus, der eventuell mal in Richtung Competitive geht. Also ohne Fahrzeuge und kleine Karten. Battlefield will Call of Duty werden und Call of Duty will mit seinem Invasion- und Bodenkrieg-Modus Battlefield werden. Ironisch, oder? Ironic. Kommen wir zu Änderungen mit dem neuen Patch. Maus-Input-Verbesserungen. Der wievielte Versuch ist das jetzt schon, bei dem sie das in die Patch-Notes schreiben? Und wievielte Versuch wird das jetzt sein, wo die wahrscheinlich trotzdem kaum nennenswerte Änderungen damit gebracht haben? Ich hoffe natürlich, dass sie eine wesentliche Verbesserung mit sich bringen mit diesem neuen Patch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss das Ganze erst einfach mal ein bisschen selber gespielt haben. Einige Fixes an vielen Stellen, wie das immer so ist, und für den Portal-Modus gibt es dann wieder für den Regel-Editor weitere Einstellungsmöglichkeiten. Es sind einfach unnormal viele Fixes in diesem Patch, wo man sich so fragt, wird das Spiel irgendwann überhaupt mal an einem Punkt sein, wo es nicht einfach zu 90% in einem Patch um Fixes geht für irgendwas, was broken ist in dem Game? Aber schauen wir mal. Mal sehen, ob das Spiel am Ende nicht wieder mehr kaputt ist als vorher. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass das alles von den Verbesserungen her so viel Gutes mit sich bringt, dass das Spiel auch wirklich irgendwann mal an einem Punkt ist, wo es wirklich gut spielbar ist. Aber wer weiß. Für Soldaten kommt dann endlich die lang ersehnte Zeile, die wirklich interessant ist. Verbessertes Input-Polling, um Aim-Input zu reduzieren. Genau.
sagt das Ganze dreimal ganz schnell hintereinander und ihr werdet danach immer noch nicht schlauer, denn ich bin es auch nicht. Ich bin mal gespannt, was genau das jetzt bedeuten soll, was das jetzt bringt. Netcode und Server unter 60 Hertz Tickrate sacken halt immer noch hart rein. Weiß ich nicht, ob das nicht wirklich, also ob es wirklich was bringt, aber ja, ich meine, wir hoffen es, oder? Wir hoffen es. Bei den Spezialisten gibt es auch wieder haufenweise Fixes und keine Buffs oder Nerfs diesmal dabei, dafür aber bei den Fahrzeugen. DICE gibt hier übrigens Zahlen ohne Einheiten an. Ich schätze einfach mal die Einheiten, um zu gucken, ob das irgendwo Sinn macht. Also 60mm Flak für Fahrzeuge wird gebufft. Hier wird die Geschossgeschwindigkeit von 150 auf 250 erhöht, vermutlich Meter pro Sekunde, keine Ahnung. Auch die Explosionsverzögerung wurde von 0,15 auf 0,02 reduziert. Sekunden oder so. Fahrzeugexplosionsradius von 10 auf 2 reduziert, wahrscheinlich Meter. Schadensmultiplikator gegen Infanterie wurde von 0,47 auf 0,05 reduziert. Ja, der Multiplikator ist meistens eigentlich eine Zahl ohne Einheit. Das macht dann hier schon Sinn. Allerdings, wenn ich das jetzt so lese, von 0,47 auf 0,05, bedeutet das für mich, dass die 60mm Flak gegen Infanterie einfach komplett useless geworden ist ab diesem Punkt. Schauen wir mal, ob die überhaupt noch Schaden macht an Soldaten. Warchief und Super Hokum bekommen endlich mal wieder etwas Liebe. Bei der 127mm Anti-Fahrzeug-Raketenpaket, bei dem wurde ebenfalls die Geschossgeschwindigkeit erhöht und der Schaden von 100 auf 130 erhöht. Genauer auf kurzen Distanzen mit diesem Waffenpaket. Die Nachladezeit wurde dafür aber von 1,3 auf 2 erhöht. Wahrscheinlich Sekunden, ne? Kadenz der 30mm Kanone wurde von 350 auf 200 reduziert. Dafür die Geschossgeschwindigkeit erhöht und der Startschaden von 18 auf 40 erhöht. Der Explosionsschaden war ich schon zu weit. Der Endschaden von 8 auf 25 erhöht und der Explosionsschaden von 18 auf 20 erhöht. Die Überhitzung wurde allerdings ebenfalls erhöht, das heißt, wenn ihr zu lange damit schießt, Feierabend. Nightbird Miniguns schießen jetzt schneller und genauer, dafür wird aber auch hier wieder die Überhitzung erhöht. Es geht also schneller, bis ihr mit der Waffe überhitzt. Condor und Superhand Miniguns wurden genervt bzw. angepasst. Schadensabfall jetzt ab 150 Meter schon, statt ab 350 Meter beim Startschaden und von 1000 auf 300 Meter beim Endschaden. Schießen allerdings dafür auch genauer, überhitzen aber auch hier wieder schneller. Bei den Waffen gibt es einige Fixes, vor allem für die AM40 und die Avances, endlich. Bei beiden wurden die Kugeln als Maschinenpistolenkugeln betrachtet, wenn ich das schon wieder lese, Alter, kriege ich wieder zu viel, ey. Und hatten deshalb auch deren Schadensmodell. Ich sag dazu jetzt einfach mal nichts. Angeblich wurde der Laser an Waffen jetzt auch gefixt, da bin ich auch mal gespannt. Und ja, also für die AM40, da stand jetzt auch, dass das 20-Schuss-Magazin gefixt wurde. Ich hoffe jetzt aber auch, dass alle Magazingrößen für die AM40 gefixt wurden und man nicht bei jedem Magazin, was man für diese Waffe freischaltet, immer nur mit 20 Schuss rumläuft, denn dann ist die Waffe immer noch useless. Aber wir werden sehen. Das war's mit den Patch Notes und das war's auch schon mit diesem Video, Freunde. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu zu sagen habt, was ihr davon haltet. Und bis dahin, Freunde, macht's gut, bis dann und rein. Und wie immer, ciao, ciao.